Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Seit letztem September haben wir einen neuen Mitbewohner, einen Mitbewohner auf vier Pfoten, unseren Hund Jackie. In diesem Jahr, ich glaube das war im Februar, habe ich ein Video über unseren Hund gemacht, ihn ein bisschen vorgestellt, erzählt, wie wir zu diesem Hund gekommen sind und auch die Ernährung unseres Hundes war ein Thema. Ich hatte damals gesagt, ich werde ihn nicht vegan ernähren, auch nicht nur von Fleisch. Ich werde einfach eine Mischkost anbieten und auch viel pflanzlich. Es gab dann auch ganz viele Kommentare unter diesem Video. Und dann habe ich gemerkt, bei der Hundeernährung, da scheiden sich die Geister. Da gibt es manche, die sagen, ja, Fleischnahrung ist das Beste und Wichtigste für das Hund. Vegan ist Tierquälerei. Manche sagen, nein, so viel pflanzlich wie möglich. Auch zu viel Fleisch ist auch für den Hund nicht gut. Viele verweisen dann auch auf die Massentierhaltung, dass das ethisch nicht vertretbar ist. Ich habe mir die Kommentare aufmerksam durchgelesen und auch viele Tipps und Links notiert. Da haben mir auch einige Tipps gegeben, wo man eben hochwertiges Hundefutter vegan beziehen kann. Ich habe jetzt so in den letzten Monaten weiter ein bisschen rumexperimentiert. Unser Hund hat ja auch anteiligen Labrador, also es ist eine Mischung aus Labrador und portugiesischem Hüdehund. Und bei den Labradoren sagt man ja, die sind immer ziemlich verfressen, die könnten den ganzen Tag essen, die finden nie ein Ende. Und das hat den Vorteil, dass unser Hund auch viel pflanzliche Kost probiert. Und ich schaue mir unseren Hund einfach an. Ist er fit? Ist er agil? Ist er lebendig? Wie ist die Verdauung? Wie ist sein Wesen? Und bis jetzt klappt das so mit der Art und Weise, wie wir das praktizieren. Den Winter über habe ich ihm zum Beispiel morgens ganz viel gedämpftes Gemüse angeboten. Da gab es einen Kürbis, den anderen rote Beete oder Süßkartoffeln oder Pastinaken oder eine Mischung aus allem. Und es hat er auch immer sehr gut angenommen. Ich habe auch einige Freunde mit Hunden, die geben mir auch Tipps. Zum Beispiel hat mir kürzlich auch eine Freundin den Tipp gegeben, unserem Hund auch mal Nudeln auf Basis von Hülsenfrüchten anzubieten, weil das eine gute pflanzliche Eiweißquelle wäre. In diesem Video möchte ich euch ein paar Einblicke geben, welche pflanzliche Kost unser Hund isst, am Morgen oder auch zwischendurch. Abends ist es die Regel, dass er dann seine Fleischmahlzeit bekommt. Los geht's! Ich bereite gerade für Jackie das Frühstück zu. Hier ist noch restlicherweise Reis von gestern. Das ist noch von meinem Jüngsten. Normalerweise koche ich hin und wieder für Jackie Vollkornreis. Dann habe ich hier noch ein bisschen Gemüse gestern Abend gedämpft. Möhren, Pastinaken und Zucchini. Hier ist klein gehackte Petersilie. Kaltgepresstes Leinöl. Und das sind gemahlene Braunhirse und gemahlener Sesam. Und das mische ich jetzt alles zusammen und das ist seine erste Mahlzeit am Tag. Und so sieht das Ganze dann vermischt aus und das kann sich Jackie jetzt schmecken lassen. Das ist das Frühstück für Jackie. Heute gibt es für ihn gedämpfte Süßkartoffel und gedämpften Sellerie. Das habe ich gestern Abend schon vorbereitet. Dann kaltgepresstes Hanföl, Buchweizenkeimpulver, rohe geraspelte Zucchini und roher geraspelter Fenchel, Kokosmilch und fein gehackte Brennnessel. Und das wird jetzt alles miteinander vermischt. Das ist ein rohveganer Apfelstrudel, der ist glutenfrei und zuckerfrei und besteht hauptsächlich aus Äpfeln und Bananen. Und davon bekommt Jackie auch hin und wieder ein kleines Stück. Das ist Jackies Frühstück für heute. Gedämpfte Möhren und Pastinake und gekochte Hirse. Das habe ich gestern Abend vorbereitet. Dazu gibt es wieder klein gehackte Brennnessel, kaltgepresstes Leinöl und gemahlene Braunhirse und gemahlener Sesam. Heute
Heute zum Frühstück bekommt Jackie wieder Hirse, die ist noch von gestern übrig geblieben. Dazu frisch gedämpftes Gemüse, das sind Möhren, Pastinaken und Knollensellerie. Dann gibt es dazu noch rohe geraspelte Zucchini, Buchweizenkeimpulver, etwas Wildkräuterpulver, frisch gehackte Brennnessel und kaltgepresstes Leinöl. Die Zutaten habe ich alle vermischt und dazu noch ein rohes Eigelb gegeben. Ich habe mir gerade Kokoswasser mit Mikroalgen gemixt, also Chlorella-Pulver und Spirulina-Pulver. Und unser Jackie mag gern den Schaum davon. Ich habe ein bisschen Schaum auf meine Hand gemacht und nehme das meistens von der Hand. Das ist jetzt bestimmt schon seine 5. Portion Schaum von der Hand. Also es scheint ihm auch wirklich zu schmecken. Wir sind gerade in der Natur unterwegs und haben hier ein bisschen Snacks dabei, verschiedene Nüsse. Und Jackie mag die Nüsse auch. Mandeln. Paranuss. Haselnuss, Walnuss. Also Jackie bekommt es nicht jeden Tag, nur hin und wieder. Hier in meinem Glas befindet sich noch ein kleiner Rest Wasser mit Grashalmpulver vermischt und unser Jackie schleckt auch gern etwas von diesem grünen Wasser. Am liebsten schlägt das aus der Hand. Unser Hund Jackie bekommt neben frischem Obst und Gemüse, gedämpftem Gemüse, gekochtem, glutenfreiem Getreide, Nüssen, Samen, frischen Kräutern, also frischen Wildkräutern, auch einige Produkte von Lebenskraft pur. Zum Beispiel habe ich ihm von Anfang an das Wildkräuterpulver und auch 7 Kräuter von Lebenskraft pur immer morgens mit ins Futter gemischt. Auch Spirulina und Chlorella-Presslinge, die ich mir mit Kokoswasser mixe, beziehe ich von Lebenskraft pur. Es gibt jetzt noch bis Freitag, dem 16. Juli, die Möglichkeit, einen 5% Rabattcode für den gesamten Warenkorb bei Lebenskraft pur in Anspruch zu nehmen. Wenn euch eines der Produkte zusagt, ihr findet unter diesem Video einen Link zum Shop von Lebenskraft pur. Ihr findet den Gutscheincode und auch nochmal das Datum, wann die Aktion endet. Findet ihr im ersten angepinnten Kommentar auch nochmal. Ich habe jetzt hier eine Handvoll gekeimte Sonnenblumenkerne, die ich wieder gedörrt habe. Das mache ich öfters und habe so einen Vorrat an angekeimten Sonnenblumenkernen, die ich auch gern für ein glutenfreies Brot verwende, welches ich für meine Jungs backe. Und unser Jackie, der mag diese Sonnenblumenkerne auch sehr gern. Immer wenn ich das Dörrgerät nach dem Dörren aufmache, kommt er immer ganz neugierig angerannt und da bekommt er auch immer Nüsse, Mandeln oder Walnüsse und eben auch mal eine Handvoll Sonnenblumenkerne. Jackie, hier, nimm. Das waren ein paar Einblicke, welche pflanzliche Kost ich unserem Hund Jackie anbiete. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, wenn ihr mehr Einblicke bekommen möchtet, was unser Hund noch so alles an pflanzlicher Kost frisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare, da werde ich das dann in den nächsten Wochen und Monaten umsetzen und noch ein bisschen Videomaterial sammeln. Ich habe mich kürzlich mit einer Bekannten unterhalten, sie hat einen japanischen Hund, einen japanischen Zuchthund und den hat sie lange Zeit von normale Hundekost ernährt, also eben auch Fleischkost. Der Hund war auch sehr mickrig, was das Essen anbetraf, hat nicht alles gegessen. Und dann hat sie irgendwann auf einer Messe veganes Hundefutter gefunden, was ihr Hund
mit großer Freude isst und seitdem wird er vegan ernährt. Unser Hund ist jetzt ein Jahr alt, also er bekommt viel pflanzliche Kost, aber nicht ausschließlich, auch einen gewissen Anteil an einer Fleischmahlzeit. Ich werde das jetzt einfach beobachten, wie seine Vitalität ist, wie sein Wesen ist, wie seine Verdauung ist. Ich verfolge das einfach weiter und bis jetzt sieht es erstmal gut aus. Wer weiß, vielleicht werde ich ihn auch in ein paar Jahren komplett vegan ernähren. Man weiß es nicht, will es nicht ausschließen. Aber ich werde erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln, weil das ja auch für uns ein neues Gebiet ist. Ich möchte aber auf alle Fälle vermeiden, dass er zum Beispiel Fleisch, eine fleischliche Mahlzeit aus der Massentierhaltung bekommt. Das würde ich auch für mich, für meine Kinder ablehnen und auch für unseren Hund, der ja auch ein wertvolles Familienmitglied ist. Das war's von uns. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.